So, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed 2 Special Edition. So, wir machen weiter bei der Meisterschaft. So, und hier... mein Laptop-Kabel versperrt gerade meine Tastatur, obwohl ich kann ja auch die Maus benutzen. So, ja... wir haben jetzt Last Resort und wir brauchen ein anderes Auto, weil wir jetzt ja die B-Klasse fahren müssen, ne? Hier die B-Klasse. Und deswegen brauchen wir ein anderes Auto. Und das wird der Ford Indigo sein. Eigentlich bekommt man den erst, wenn man die Meisterschaft gewonnen hat, glaube ich, oder es war bei der normalen Version so. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, bei der Special Edition hat man den sogar so schon. Jedenfalls, ich habe geguckt, die KI fährt mit dem Wagen. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre das natürlich unfair gewesen, weil der hat einfach ein extrem gutes Handling, wie man unten auch schon sehen kann. Und der nächst bessere Wagen wäre ja eher so der hier gewesen. Und ja, der untersteuert wie Sau auf Simulation. Geht gar nicht. Okay. Ich erkenne hier aber gerade ein Problem. Warum kann ich jetzt das Fahrzeug-Setup nicht mehr ändern? Oh. Denn das hätte ich jetzt eigentlich gerne haben wollen. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Okay. Okay, das ist scheiße. Ich muss es echt ganz klar sagen, das ist jetzt ziemlich scheiße. Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Weil ich wollte den Anpressdruck vorne eigentlich auf Mittel stellen. Weil dann fährt er sich erheblich besser durch die Kurven. Und das kann ich jetzt nicht ändern. Oh. Das ist ein Problem. Ich werde Probleme kriegen. Das ist scheiße, ehrlich gesagt. 3, 2, 1, los. Dann könnte es sein, dass ich hier nicht ganz so gut abschneide, wie ich es mir erhoffe. Weil das ist jetzt ein ernstes Problem. Weil ich weiß gar nicht, wie der Wagen sich jetzt am besten fährt. Ja. Also schon mal ziemlich kacke, wie ich feststelle. Ich kann die Kurve nämlich bei weitem nicht so angehen, wie ich es eigentlich möchte. Okay, das ist... boah, der... wow. Ja, der großartig gemacht, Jungs. Gut, aber Jaguars halten sich vorne interessant. Oh, 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 oh. Da komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Das wird mit der C-Klasse noch interessanter werden. Weil die Autos da allesamt völlig beschissen sind ohne Fahrzeug-Setup. Und Simulation, oh, 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 das ist jetzt ein real Problem. Jetzt kommt auch diese Kurve, die kann man komplett innen fahren, wenn man das Fahrzeug-Setup macht. Und hier komme ich gerade mal mit Hängen und Würgen hier überhaupt rum und muss sogar das Gas lupfen. Hier könnte ich normalerweise auch Vollgas durch. Das ist jetzt hier
Nee, es geht nicht. Er rutscht mir weg und... Oh, okay. Ja, das ist der Schock des Tages heute. Hier muss ich auch lupfen. Hier krieg ich normalerweise voll rum. Jo, das ist wirklich... Kann man mir mal erklären, was das für einen Sinn hat, dass ich das Fahrzeugsetup nicht mehr ändern kann? Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwachsinnig. Oder kann man das generell in der Meisterschaft nicht? Das könnte natürlich auch eine Erklärung sein, weil bei Proving Grounds und Outback habe ich das selbstredend nicht gebraucht. Ey, ich komme hier nicht um die Kurven, echt. Okay, dann muss ich das wohl alles ein bisschen langsamer fahren. Oh, immer noch nicht. Ja, wie gut, dass die KI jetzt hier auch enorm schwächelt. Aber was wollen die auch reißen mit ihren Jaguars? Die haben ja noch mehr Untersteuern als ich. Aber das ist Untersteuern, das ist schon wirklich brutal, wenn ich das Fahrzeug-Setup nicht nehmen kann. Alter. Ich komme gar nicht drauf klar, das seht ihr ja jetzt auch. Weil ich hatte ja ein ganz anderes Fahrzeug-Setup gehabt. Das ist jetzt echt ein real Problem. Okay, infahren ist aber hier immer noch besser, okay. Ich habe gedacht, dass es mich sonst zu weit nach außen trägt, aber das geht interessanterweise sogar noch. Ja! Ich habe jetzt echt zu kämpfen mit dem Auto. Die C-Klasse wird jetzt ganz besonders interessant, die wir dann auf der nächsten Strecke haben. Weil da haben wir nämlich nur die Wahl zwischen völlig übersteuernd oder völlig untersteuernd. Oder keine Beschleunigung. Ich möchte eigentlich ungern mit dem scheiß Mustang fahren. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schockierend, dass ich mit der Fahrweise so weit vorne bin. Okay, die KI war nur auf Outback in Ordnung. Hier kannst du Fahrfehler reißen ohne Ende und kommt trotzdem nicht in die Pötte. Aber hier muss man echt verhalten, darum jetzt. Oh mein Gott. Die Bremswirkung ist auch ein Witz, ey. Oh, der rutscht doch so blöd mit dem Standard-Setup. Eieieiei. Aber gut, die KI scheint hier auch zu kämpfen zu haben. Immerhin. Ja, aber darauf bin ich auch gar nicht gewohnt, weil mit dem Standard-Setup fahre ich hier schlichtweg nicht. Und deswegen habe ich hier jetzt auch meine Probleme. Ich kann von Glück reden, dass die KI trotzdem nicht in die Puschen kommt. Von mir kann man auch mit mehr Speed rumfahren mit meinem anderen Setup, weil das macht wirklich einen Unterschied aus, ey. Es ist wirklich, also... Trotz... Ich komme hier nicht klar, seht ihr das? Was ich hier für eine Scheiße baue. Nur Fahrfehler drin, ohne Ende. Der tut mir leid, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier das Fahrzeugsetup nicht benutzen kann. Ja, leck mich doch um Arsch, ey. Das ist wahrscheinlich auch das erste Spiel, wo man das Fahrzeug-Setup in der Meisterschaft nicht verwenden kann. Die letzte Runde. Naja. Arcade-Spiele machen es möglich, hä? Ja, das ist ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich hat die EA keinen Bock gehabt, ihre KI auf Fahrzeugsetup anzupassen. Und hat befürchtet, dass ihre KI zu schlecht ist, wenn man es benutzt. Das wäre so meine Theorie. Und ich glaube, mit der Theorie liege ich auch gar nicht so verkehrt. Aber es
sie reißt doch so nichts. Denn bei den Fahrfedern hätte ich einen fünften Platz verdient. Eigentlich, das ist meine Meinung. Die sind wirklich eklatant hier teilweise. Naja, nehme ich jetzt so hin, will mich nicht beschweren. Die kann man mit 260 rum locker, wenn man ein Fahrzeug-Setup hat. Locker. Das ist auch total schrecklich, dass ich das... Da komme ich nicht drauf klar, die kann man normalerweise voll fahren, die Kurve. Boah. Gut, keine Runde fehlerfrei. Na, leck mich doch am Ocker, ey, echt. Das kann's ja nicht sein. Nur die Passage geht ohne Setup schneller, weil ich hier mehr Topspeed erreiche. Aber der Topspeed-Anteil ist so unwichtig auf der Strecke. Der macht's nicht aus. Der Indigo gewinnt. Ja, das waren... Gratuliere, Sie haben das Rennen gewonnen. Ja, das habe ich. Aber es war nicht gut. Nee. Aber Natascha ist wieder Zweite. Mit dem Jaguar, okay. Warum sind die Ford Indigo-Gegner hier so scheiße und schlecht? Warum sind die Jaguars vorne? Die fahren sich sowas und dermaßen schlecht auf der Strecke. Das ist schon echt eine Ohrfeige, nur 3 Sekunden vor denen zu sein. Aber bei den ganzen Fahrfehlern, ey, na leck's mich doch, ey. Jo, Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Aber das geht gar nicht, ey, dass man das Fahrzeug-Setup nicht nehmen kann. Das weiß ich doch gar nicht. Was ich jetzt, für die North Country Strecke benutzen soll. Da schlägt er mir den vor, aber die Karre fährt sich so unendlich schlecht. Ich denke mal mit Tastatur würde ich ihn bändigen können, aber mit Lenkrad komme ich mit so einem völlig übersteuernden Wagen nicht gut zurecht. Ich hatte ja eigentlich vor, den Color zu nehmen. Weil der fährt sich richtig gut, wenn man das Setup anpasst. Da ich das jetzt aber nicht nehmen kann, ja, stehe ich jetzt hier echt vor einem Problem. Bin schon fast gezwungen, diese Teufelskarre zu nehmen hier. So, ohne Setup kommt die andere Kiste. Oh, das geht nicht gut. Das Risiko jetzt, ne? Ich kann das Fahrzeug-Setup nicht nehmen, Alter. Das hätte ich wissen müssen. Au. Dann hätte ich das... Los! Ja, das ist eklig. Gucken, mit welchen Karren die so unterwegs sind. Das wird jetzt echt abenteuerlich. Gebt dem Auto ein bisschen Rasen oder... Seht ihr das, dieses Übersteuern? Alter, ey. Oh, nee. Dieses Auto. Gut, ich fahr jetzt... Okay. Das Auto riecht mich jetzt schon auf. Was willst du von mir, du Arschbüchel? Hä? Oh, das Auto ist die Hölle auf Rädern. Vielleicht hätte ich doch den Kala nehmen sollen.
fahre in die Kiste. Oh, das hätte fast gekracht. Ja, ich hätte vielleicht doch den Kala nehmen sollen. Ich sag euch das, das ist ein Krampf, dieses Auto. Yeah. Wow, ey. Ey, das kann man nicht fahren, ey. Das geht gar nicht. Ey, es tut mir leid, aber das Auto kann ich nicht fahren. Alter. Das geht gar nicht. Mit dem Ding fahre ich keine 4 Runden. Okay, das Ding kann man wirklich sich nur mit Tastatur antun. Nimm mal die Karre. Ohne Fahrzeug-Setup ist sie zwar auch nicht gerade das Gelbe vom Mal. Aber irgendwas muss ich mich ja jetzt hier abquälen. Was fährt denn die KI vorne? Der Kala. Will sich anscheinend diese Übersteuerkarre auch nicht antun, habe ich das Gefühl. Kann ich nachvollziehen. Ist auch der letzte Dreck, ey. Tut mir leid für Neustadt, aber das geht gar nicht. Ja, okay, damit kann man arbeiten. Ja gut, die Kurve habe ich jetzt verkackt. Jetzt schlecht angegangen. Aber mit der Karre kann man doch schon eher arbeiten. Oh, das wird gefährlich, mein Freund. Hast du auch verdient. So. Okay. Na, ja, übersteuert aber fürchterlich. Boah, Mann. Grausame, die rammt aber auch, was das Zeug hält, die KI, ne? Dann kann ich das auch. So. Oh, was ist das? Oh, Alter. So, erster. Das ist ja echt die Hölle ohne Fahrzeugsetup, ey, echt. Alter, das macht mich gerade echt wahnsinnig hier. What the fuck hast du denn vor? So kommt Sony davor, dann glaub mal. Ich muss mich jetzt aber an die Karre gewöhnen, weil ich kann dich nochmal neu starten, dann bringt er mich um. Aber ich hätte auch gar keine Alternative. Die Autos sind alle für den Arsch. Der Ferry untersteuert noch mehr, als das Auto schon tut. Also, die C-Klasse-Wagen kann man wirklich nur mit Fahrzeug-Setup retten. Ja, wenn man das nicht nutzen kann. Eieieiei. Die kann man normalerweise voll nehmen, wenn man ein Fahrzeugsetup hat. Okay. Ihr merkt, dass mich das gerade dezent frustriert und anekelt, dass ich das Fahrzeugsetup nicht nehmen kann. Wenn ihr wisst, dass ich normalerweise das Spiel anders spiele. So. Wenn man die Autos plötzlich so fahren muss, wie man sie niemals fahren würde, ja, dann hat... Was macht der denn da? Die KI ist manchmal echt lebensmüde. Habt ihr das gesehen, was der eben gemacht hat? Ich komme um diese Kurve nicht rum. No way. Okay,
Okay, nächste Runde muss ich noch mehr anbremsen. Ist ja unglaublich, dieses Untersteuern. Jo, ich darf dich doch mal abschießen, ne? Es war zwar keine Absicht, aber meine Karre kommt in die Kurve nicht rum. So, und wenn ich abkürze, ist nicht mein Problem, KI, ich mache es. Ach, Kacke, ich hab's geahnt, dass ich doch noch zu schnell bin. Aber die fahren da auch alle zu schnell rum, ey. Was hat EA denn hier programmiert, ey? Ich hab da noch gar KI-Wagen rüberfahren sehen in dieser Runde, ohne dass sie da alle hoffnungslos gecrashed sind. EA, eure KI fehlt mal wieder auf ganzer Linie. Sollen mir recht sein. Das tröstet ein wenig über diese Zustandskarren weg, aber den Ford hätte ich echt nicht ertragen können. Wow. Den Wagen kann man wenigstens arbeiten. Er hat sich mit Fahrzeug-Setup halt auch erheblich besser gefahren, aber ja, gönnt man uns irgendwie nicht. Weil ich weiß auch nicht, wie ich diese Kurve anbremsen soll. So dass man nicht ganz so viel hier verliert, weil. Normalerweise kann man die voll nehmen. Das ist halt alles Neuland für mich jetzt. Eben weil das Fahrzeug-Setup fehlt. Muss ich mich halt hier so ein bisschen reinfuchsen jetzt. Wow! Scheiße, knapp nicht gereicht. Ah! Scheiße. Ah, ihr crasht die eh wieder weg, komm. Schafft ihr nicht. Sag ich doch, das schafft ihr nicht. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, in der letzten Runde, dass ihr da nicht rum auf vom Rasen runter. So, hier muss ich ganz viel bremsen. Jetzt komme ich hier um diese Kurve nicht rum. So, jetzt hat's geklappt. Das Untersteuern ist real. Aber echt. Das ist real hier, du. Da ist doch echt ein Mach 3 vorne. Glaub's nicht. Mach 3-fache Übersteuerung oder was will Ford damit sagen? Heck übersteuert 3-fache Kraft. Na? Wow, war das... Ja doch, das war... Ja, es crasht wieder alles weg hinter mir. Okay, jetzt habe ich die Kurve dadurch nicht gekriegt, aber ich musste doch dieses Spektakel nochmal beobachten. Ob das wieder passiert. Und ja, es passiert schon wieder, dass sie die Kurve nicht kriegen. Der zu schnell rumfahren. Das Problem wird die KI also dauerhaft begleiten. Oh, EA, was habt ihr von der KI hier schon wieder programmiert? Das ist ja... zum Schmunzeln. Ja, das tröstet über die... Autoklasse und keinem Setup so ein bisschen hinweg. Ah, ich muss auch sagen, das ist echt nicht meine Lieblingswagenklasse. Da gefallen mir andere Autos wahrlich besser. Auch mit Setup. Aber schön fahren die Autos sich auch mit Setup nicht. Aber deutlich besser als das hier. Und die Untersteuern hat wirklich, oder? Der macht 3 eben halt mit dreifachen Übersteuern. Oh, die Kurve habe ich wieder zu aggressiv gefahren. Ich bin ist so im Setup-Modus drin hier, dass ich das immer nicht bedenke. So, schön langsam. Hier fliegen sie eh wieder raus. Also safe, guckt euch das an, wie geil die KI fährt. Ah. Und ich habe sie erst noch gelobt. Ja gut, in Outback war sie ja tatsächlich halbwegs besser. So. Die Kurve kriegen wir jetzt. Oh Mann.
KI at its best, EA. Boah, ich krieg die Kurve auch kaum, aber es ging. So, jetzt hier rein. Ja, es muss jemand die... Oh no, ey, komm, jetzt fahr doch, Mann. Ah, jetzt wollte ich zu viel, jetzt kommt die Öster wieder, aber die crashen eh gleich in der Kurve wieder. Jetzt muss ich aber eher aufpassen, dass ich mich hier schon vorzeitig mich hier wegramme, weil das machen die für ihr Leben gerne. Die andere Fahrzeuge wegrammen. So, hier verhalten, die crashen gleich eh weg. Ja gut, ich auch, aber darum geht's gerade. Was, diesmal habt ihr diesmal haben welche überlebt, oh. Ich bin echt schockiert, diesmal haben welche überlebt. Das kann also tatsächlich echt mal passieren, dass sie die Kurve kriegen. Okay. Dann lag das bestimmt daran, dass der bremsen musste, weil der Fahrer vor ihm war oder so. Anders ist dieses Phänomen jetzt nicht zu erklären. Gott, ganz schlechtes Rennen von mir schon wieder. Gebt mir den McLaren wieder und ich werde glücklich. Der braucht kein Setup. Der fährt auch ohne Setup gut, aber diese Kiste hier. Nee. Und? Boom. Color. Ja, Color. Der hat eine schlechte Farbe, aber das stimmt. In der Farbe hätten wir mal dran arbeiten sollen. Gut, aber hier, die Natascha ist auch ein Color gefahren. Und der hat sich den kaum langsamer, ne? Aber Carla fährt sie wieder an, wieder mit dieser Dreckskiste. Mit Tastatur habe ich kein Problem damit. Mit Tastatur kann ich den fahren, aber nicht mit Lenkrad, ey. Geht gar nicht. Ja, 300, ja klar, 355 sind sehr weit hinten, weil die sich richtig heftig untersteuern. Noch schlimmer als der Carla. Ja, und Esprit V8 ist ja noch schlechter. Ja, die Reihenfolge ist schon nachvollziehbar. Ganz schwaches Rennen gefahren auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Setup gefahren bin, aber auf jeden Fall mehr als dieser Schrott da. Naja, es reicht für den ersten Platz. Aber glücklich bin ich mit dem Ergebnis nicht. Aber das nächste Rennen ist wieder mit meinem heißgeliebten McLaren. Da wird alles gut. Aber dass man das Fahrzeugsetup nicht machen kann, ist wirklich ein echtes Problem für mich gewesen. Hätte ich das Fahrzeugsetup machen können, dann wäre ich da drauf, ja, eingespielt gewesen und ich hätte da keine fehlerhaften Runden hingelegt. Dann hätte ich mir es von mir gewohnt, seit fehlerfreie Runden hier hingedonnert. Aber das geht nicht, wenn ich das so normalerweise nicht fahre. Das war also Neuland für mich. Gut, meine Anpassungsfähigkeit war aber heute auch ein bisschen schlecht, denn ich hätte es eigentlich irgendwann auch mal drauf haben müssen mit den Bremspunkten. Aber was soll's, ich will mal jetzt mal gucken, ob man generell keins... Nee, kann man generell nicht machen. Okay, das hätte man echt mal eher wissen sollen. Da hätte ich mich darauf nämlich vor der Aufnahme ein bisschen eingeschossen. Aber für die nächsten Rennen tue ich mich das dann und dann weiß ich Bescheid. Ja gut, das ist natürlich wirklich eine Sache, die man erstmal hätte wissen müssen, ja. Was sind denn die nächsten? Das könnte auch McLaren sein. Will ich schon mal vorzeitig mal wissen. Nein, Indigo, es geht auch in Ordnung. Solange ich nicht die C-Klasse fahren muss, wird alles gut. Mediterraneo müsste eigentlich auch mit Standard-Setup sogar am besten sein. Ja, hier ist wieder C-Klasse, aber da fahre ich bestimmt nicht mit dieser Kackkiste. Um Gottes Willen, bloß nicht auf der Strecke übersteuern das Auto. Na gut.
Die C-Klasse haben wir also. Ja gut, Mystic Peaks wird dann ein besonders hartes Pflaster, schätze ich mal. Weil der Kala untersteuert, der übersteuert und ja, wird sehr interessant werden. Naja, gut. Ja, also hier muss ich schon mehr arbeiten als beim Knockout, wo ich mit Wild gefahren bin und nicht vom Setup abhängig war. Ich glaube ja gar nicht, was das für einen Unterschied macht, wenn man mit Fahrzeug-Setup fahren kann. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Need for Speed 2 Special Edition.